Es muss nicht immer die Brandung sein, das Boot oder der Kutter. Auch mitten in Kiel könnt ihr auf Dorschjagd gehen. Streetfishing in der Großstadt im Kieler Hafen. Kleine leichte Köder, das heißt, leichtes Gerät reicht voll und ganz. Eine 60 Gramm Spinnrute kombiniert mit der passenden Stationärrolle. Gerät also aus der Zanderabteilung. Der erste Fisch des Tages geht bei Tobias ans Band. Genommen hat er sich einen recht unscheinbaren braunen Doppelschwanztwister mit Franzenkranz. Ein Spundwarnkescher ist hier übrigens wärmstens zu empfehlen. Amen. Kieler Hafen dort. Kann man schon essen. Ein schöner Küchendorsch, gebissen gut 20 Meter vom Ufer entfernt. Mal stehen die Fische an der Kante zur Fahrrinne, mal direkt an der Kaimauer. Suchen ist also angesagt. Auch dieser Fisch hat sich den braunen Köder geschnappt. Den nächsten Biss bekommt Jesko. Diesmal allerdings ist es kein Dorsch und auch keine Meerforelle, wie die beiden erst vermuten. An der Oberfläche erscheint ein Knurrhahn. So Knorren habe ich überhaupt noch nie gesehen. Nee, auch in Norwegen haben wir noch nicht so großen gehabt. Nicht abgeben. Nicht verlieren. Aber der sitzt auch gut. Das ist mal echt was Besonderes, hä? Ja, Riesenknurrhahn auf Gummifisch. Er hat einen Vierbiss gehabt. Guck dir das an. Hier ist eine andere Welt, der Fisch. Geiler Fisch. Das habe ich auch noch nicht gefangen in der Kieler Förde. So was noch nicht mal gesehen in der Größe. Ja, in Norwegen hatte ich mal ein paar kleinere, aber so einen dicken. Mit Überraschungen ist hier also anscheinend jederzeit zu rechnen. Das Fazit am Mittag, 4 Dorsche plus Knurrhahn und 2 Fehlbisse. Dann läuft die Colorline Fantasy Richtung Norwegen aus und sorgt im Hafen für eine Menge Wirbel und Strömungen. Tobias und Jesko warten noch kurz ab, ob die Fische dadurch in Wallung kommen. Dann wechseln sie die Stelle. Nächster Anlaufpunkt, die Hörn, mitten in Kiel City. Die Nachmittagssonne taucht den Hafen in ein herrlich warmes Licht. Musikalisch begleitet werden sie außerdem. Jetzt müssen nur noch die Fische beißen. Die Hörn scheint heute allerdings verwaist zu sein. Die beiden angeln sich durch bis zur Fußgängerbrücke am Hauptbahnhof. Kein einziger Biss. Nach 2 weiteren Stellenwechseln ist es stockduster und dann werden Tobias und Jesko doch noch belohnt. Lange gedauert, aber da ist noch ein kleiner Dorsch auch für mich noch dabei gewesen. Nach dem schönen Knurren am Anfang. Herrlich. Jetzt in der Dunkelheit. Ein langer, harter, aber toller Streetfishing-Tag in Kiel geht zu Ende. Rute und Rolle. Nur Angeln ist schöner.